So, mal gucken. Kann ich jetzt... Ah, jetzt kann ich trinken. Okay, cool. Trinken, Doki. Trinken, Doki. Ich hoffe, das hält jetzt für immer. Und nicht nur für diesen Dungeon. Weil das wäre doof. Dann wäre das voll die Verschwendung. Dann könnte ich das lieber verkaufen eigentlich, oder? Komm her, Macholo. Ich one-hit hier einfach alles, ohne Scheiß. Aber bei dem Traumato treffe ich nicht. Was ist das, Mann? Kann nicht wahr sein. Okay, das one-hit ich nicht. Das war halt auch doof. Ich glaube, ich sollte Konter und so auf jeden Fall bei Dragon ausstellen. Während dem Kampf. Es macht nicht so wirklich Sinn, das da anzuhaben. Ich meine, Psychokinese hilft ja nicht. Ich glaube, da hilft nur Spiegelschild oder so, das heißt die Attacke. Oder? Ich glaube, Spiegelschild ist das. Das hilft gegen... Konter hilft nur gegen physische Attacken und... Spiegelschild gegen Spezialattacken, glaube ich. Die Konfusion ist eine Spezialattacke, weil sie ja nicht physisch ausgeführt wird. Was war das? Einfach mal absaubern ins Leere. Nice. Finde ich gut. Wir müssen auf jeden Fall wieder die Kleinkiesel fixieren. Da ist ein Nidorino. Nicht mehr, okay. Amarena-Beere aufgehoben. Amarena-Beere heilt Paralyse. Öffne das Menü. Durchdrücke von X. Wähle das Item unter Items und dann noch die Option Essen aus. Ja. Werden wir vielleicht... Oh, Alter, jetzt haben wir gerade einen Lauf mit den Treppen, ne? Jetzt haben wir gerade einen Lauf mit den Treppen. Alter. Nice. Was ist das? Ach, schade. Jetzt der Lauf... Ja, der Lauf ist vorbei. Reden ist eine Kunst. Die Doki nicht beherrscht. Fußkick. Wow. Damage. Boah. Ich glaube, ich... lass nur Biss aktiviert. Ausdauernd bis, okay. Obwohl bis. Ausdauernd bis ist, glaube ich, auf jeden Fall vom Vorteil. Ausdauer, weil. Ja. Sonst ist unser lieber Dragon einfach mal One-Hit. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ein Orb. Appell-Orb. Appell-Orb bringt alle Mitglieder zu uns, ne? Ja, genau. Sachtsam, verbessert die Sicht. Ah. Das ist das. Ah. Plagiat als zu Sichtsam, okay. Was ist der Sachtstatus? Erschwert es selbst innerhalb von Räumen die Umgebung zu erkennen. Ah, okay. Ja gut, hätte ich mir denken können. Traumato. Nicht ihr schon wieder. Lass es zurück in Ruhe, Traumato. Ihr dämlichen Nervensägen. Muss ich euch noch einmal bloßstellen? Ihr wollt unbedingt zu einer Abreibung tun, die könnt ihr haben. Kommt, ich bin jederzeit bereit. Ja, wir jetzt hoffentlich auch. Attacken. Aus. Ups. Ruckzucki weg und Konter weg. Danke. Getroffen. Mach ein bisschen. Oh, Ausdauer, okay. Ausdauer ist super. Ausdauer ist eigentlich echt. Warum verfehle ich schon wieder? Danke. Das war easy! Warum habe ich das nicht gepackt? Weil, oh Mann! Was ist das dein Ernst? Wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Na gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Okay. Ich bin Magneson, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gelde zukommen. Nochmals danke. Komm jetzt mit. Ja, Traumato, leg dich nicht mit Pokepack an. Azurel! Machel! Machel, ich hatte solche Angst. Alles okay, Azurel. Bist du jetzt verletzt? Bist du verletzt? Es geht ihm gut, der kleine Kerl ist unversehrt. Aber wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azurel, Azurel! Ich freue mich so für euch.
Ihr habt das nur für uns getan, Dragon und Doki. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azure, jetzt du. Ja. Vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Kein Ding. Gerne. Wie doch nette. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Doki erhält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Woo! Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Nice, Augenblick. Das ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode, der Wunsch von Belizza wurde freigeschalten. Woo! Um eine Bonus-Episode zu spielen, wähle sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand, kehre zum Hauptmenü zurück. Ja, die Bonus-Episoden werden wir, wie gesagt, komplett am Ende des Let's Plays spielen. Ich habe das Kopfgeld von Oberwachmeister Meibeso gefangen in Ganoven gehalten. Gut gemacht, ihr zwei. Ja, hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft die behalten. 3000, allerdings, ja, wir kriegen nur 10%. Darum 300 Poke, den Rest des Gesamtbetrages. Was, das ist alles nach der alten harten Arbeit? Aber natürlich, es ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Arsch. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil noch nur ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azure zu retten. Und das verdanken wir nur dir, Doki. Weil du diesen Traum hattest, Doki. Darum wussten wir im Voraus, dass Azure in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber der Schrei, der erste Schrei von Azure, den ich gehört habe. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte. Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du das tust, was ich sage. Wenn du nicht das tust, was ich sage. Hilfe! Beide Ereignisse, sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Deine hat auch geknurrt, Doki. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azure konzentriert, dass wir gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Doki. Jo, machen wir. Was zu essen könnte ich auch vertragen, ey. Oh mein Gott, wieder ein Sturm? Alter. Boah, diese Blitze, Wahnsinn. Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal, weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Doki? In jeder Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen, nach dieser stürmischen Nacht, lagst du bewusstlos am Strand, Doki. Und weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Ich frage mich, es gab ein Gewitter. Aber wieso lag ich dann noch bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht das wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuche einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Ja, werde ich. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Ja. Auf unserem Strohbett. Hör mal, Doki. Bist du noch wach, Doki? Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder darüber nach. Dieser seltsame Traum von dir, Doki. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun, Doki. Wie oft willst du noch Doki sagen? Ich habe nur so ein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Schilas, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Liegt der etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt, wie passiert das alles zusammen? Wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, was für ein Mensch du warst, Doki, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, Doki, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon? Oh, das erinnert mich daran, was Plauder gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du,
Die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund zu kennen. Aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Es heißt, dass in geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte. Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Dieses Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Okay. Lol. War das ein Pokémon? Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Wissen nicht. Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Schon wieder. Okay. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Das könnte sein. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen die Finger davon ihnen. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihnen zu schaffen. Verdammt, wie spreche ich denen, verdammt? Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur das erste von vielen. Okay. Der nächste Morgen. Aufgestanden, laut dafür, es ist morgen! Oh, Mann. Guten Morgen, Toki. Ja, morgen, Alter. So geweckt zu werden ist echt ätzend. Warum tut er dies, Mann? Alarmteuer wird gespeichert. Ja, ich weiß. Ah, danke. Drittens, mit einem machen werden wir es schaffen. Werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hurra! Ah, ihr zwei, lasst mich auch Aufgaben für heute mitteilen. Seht nach Jumps auf dem Jumper-Infobrett und dem Kanonen-Infobrett. Hey, die Aufgabe, aufgelisteten Jumps, das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht nur die Planensage, okay? Nun, wie ihr die verstanden habt, dann auf ans Werk. Okay. Werden wir machen. Jobliste. Strandhöhle, Strandhöhle, Feuchtklippe. Dreimal Feuchtklippe ist hier, okay, das ist geil. Zweimal Strandhöhle, dreimal Feuchtklippe. Garnovenliste nichts. Okay, dann machen wir die, Feuchtklippe. Georock. 150 Poke, Top Elixier. Okay, was gibt's hier? Heilsam, bring das alte Belebersam, natürlich mache ich das. Nee. Suche nach Schalellos, rette Nirino und rette Schalellos, ja, okay. Kriegen wir hin. Wir nehmen mal kurz Meat. Jetzt haben wir 611 Poké. Ich kann gerade nicht pfeifen, what the fuck. Tipp Alex hier, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das ist echt, das hat Style. Das hat Style. Ja, wir haben den süßen Azuri gerettet. Willkommen, kaufen. Dem. Oh, stimmt, hier kann man ja auch Gummis kaufen, stimmt. Aber davon brauchen wir jetzt nichts, was da im Angebot war. Beziehungsweise, wir können davon nichts kaufen. Wir müssen übrigens aufpassen, es gibt auch einen Belabersamen und keinen Belebersamen. Und das ist ziemlich schwer auseinanderzuhalten. Weil das E und das A, fällt einfach nicht auf. Auf den ersten Blick, finde ich. Fiel mir damals zumindest nicht immer auf.
Unsere Jobliste. Wir sollten es doch ausüben. Ausüben. Ach so. Einfach irgendwo Schale losfinden, okay. Einfach irgendwo. Okay. Feuchtklebe. Dim. Gut, auf welchen Ebenen ist das alles? Andres. Missionsziele. U5, U6 und irgendwo. Ich denke mal, das wird U4 sein. Aber eigentlich dürfte es ja... Wir sollten jeden Raum absuchen. Hey, zu... besiegt. Wir sollten einfach jeden Raum absuchen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Meldung kommt, also bei solchen Aufträgen, dass wir die Ebene erreicht haben. Gelbgummi, das ist schön. Essen, Doki. Steigt ein bisschen, okay. Ein bisschen ist besser als gar nichts. Oh, mach nicht... Och, dein Ernst? Willst du nochmal Lebensula machen? Nein, zum Glück nicht. Natürlich, mach da nochmal sehen. Och, das ist so nervig. 104 Damage, alter Vater. Das war überordentlich. Okay, hier ist das Schalellos schon mal nicht. Hallo, Liliab. Das ist ein... Ah, okay. Es kommt. Ah, hallo Schalellos. Nein. Ja. Großer Apfel, den würde ich gerne haben. Flair-Samen. Wirf Flair-Samen nach einem Gegner, um ihn zu benommen und unbeholfen zu machen. Aber iss sie nicht selbst. Okay. Mache ich nicht. Hoffe ich. Das, ja, könnte nämlich vorkommen. Ah, großer Apfel, danke. Den wollte ich haben. Dim. So, jetzt nur noch U5 und U6, ne? Genau. Ein Klingplim, oh wie süß. Ich weiß übrigens noch gar nicht, welches Pokémon wir als Teampartner nehmen werden. Shit! Huh. Ich überlege mir das doch mal. Vielleicht so ein, keine Ahnung, Stolunior. Oder ein... Oh verdammt, wie hieß es? Damn, ich weiß es nicht mehr. Ein Boden-Pokémon. Ich blende einfach mal ein Bild ein, wenn ich es nicht vergesse. Kommt, glaube ich, aus... Ah, entwickelt sich zu... Libeldra, glaube ich. Knackleon? Nee. Knackleon? Ich weiß es nicht genau. Ich wollte gerade durch die Treppe gehen, aber dann ist mir eingefallen. Warte, wir sind auf der Zielebene. Das geht nicht über Eck? Oh, scheiße. Ich weiß es echt nicht mehr. Siemelbeere, Mann. Ich will eine Siemelbeere, keine Siemelbeere. Ich glaube Knackleon heißt das. Ich guck mal. Wenn ich es nicht vergesse, habe ich ein Bild eingeblendet. Wahrscheinlich vergesse ich es, aber egal. Oh, nice. Neue Attacke. Was ist es? Kraftwelle. Info, bitte. Okay. Ich würde sagen, anstatt... Konter oder Ausdauer? Ich glaube, Ausdauer. Nein, Konter. Nein, Ausdauer. Nein, Konter. Ausdauer. Konter könnte vielleicht noch ein bisschen praktischer sein. Weiß ich nicht genau. Am Ende werden meine Pokémon wahrscheinlich eh wieder nur Attacken haben, die Damage machen werden. Außer irgendwie Rauchwolke wird erlernt, weil das ist eine, mit die beste Attacke im Mystery Dungeon, finde ich. Sie ist einfach mega stark. Hey, na? Dim. Nein. Ja. Leon, heißt es Knackleon? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich rede da gerade immer noch rum. Ich werde es ja nach dem Part. Nach dem Part suche ich mir das Bild raus. Zielebene erreicht. Ja, okay. Ja, der Part. Ich beende den Part auch gleich.
Beziehungsweise die Aufnahmesession wieder. Doki erreicht Level 11. Nice. Hallo, schau alle los. Ja. Dim, 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 dim. Vielen Dank. Kein Ding. Jupp. Und ja, wir wollen wirklich gehen. Nice. Spezialband. Vielen Dank für die Rede von Nidorino. Bitte akzeptiert diese 1500 Pokémon für 150 erhalten. 15 Erkunderrangpunkte. Okay, cool. Georockbrock. Schön. Kraftband. Kraftband ist schön. Kraftband nehme ich gerne. Heilsam brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und 15 Erkunderrangpunkte. Okay. Top-Elixier. Super. Und 15 Erkunderrangpunkte. Schön. Stopp, stink, schmatz, schlapper, schlürf. 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 Warte mal. Ja. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir uns auf den morgigen Tag wieder einen guten Tag, Doki. Was? Okay, gute Nacht. Schlaf gut. Kapitel 4. Die Torwächter. Das machen wir aber gleich. Der nächste Morgen, beziehungsweise beim nächsten Mal. Und aufgestanden hab dafür. Es ist morgen. Guten Morgen, Doki. Morgen. Gut, Leute, wir speichern jetzt hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da Rainer.